Ahoi, ihr Landratten, und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag, meine lieben Kameraden. Weiter geht's. Aber bevor es weitergeht mit der nächsten Mission und alles Mögliche, werden wir schnell mal die Fregatte angreifen, denn das führt Metall mit sich. Und das ist natürlich sehr schön für uns. Denn Metall brauchen wir auf jeden Fall, also Attacke! Kein Ding, die Fregatte ist gleich down. Ist miese Schiff hier. Ja, Fregatte machen immer ganz schön viel Schaden. Kisser. Ja. Und nochmal drauf. Und zack. Und zack. Und jetzt ist es down. Entern wir auf jeden Fall, um halt mehr Ressourcen zu kriegen. Und dazu werden wir es wahrscheinlich auch noch in unsere Flotte aufnehmen. Denn wenn wir es nicht brauchen in unserer Fregatte eigentlich, also wenn wir eigentlich nur bessere Schiffe haben als diese Fregatte, dann können wir immer noch sagen, hey, wir fracken einfach das Schiff jetzt ab. Was muss ich machen? Flagge des Feindschiffs zerstören muss ich. Okay. Dann wäre es doch eigentlich am besten, wenn ich erstmal so hier hinspringe. Dann so hier. Und dann einfach den hier mache. Und dann den hier und dann den hier und dann wäre ich oben. Und sage denen guten Tag. So, Kollege down. Heady in your head. Und da oben ist die Flagge. Das Fleckchen. Das machen wir jetzt kaputt. Wenn wir nach oben kommen mal. Was nicht so easy ist. Ah, okay. Doch easy. So, und zerstören. Jawoll. Arr. Das Schiff gehört gleich mir, ihr miesen Ratten, ihr. Haha. So, lassen wir uns da fallen. Ja. Und, boah, ich dachte schon, ich fail jetzt. Und dann machen wir einfach ein Luftattentat. Ich wollte mich eigentlich runterlassen mit diesem Aufzug da, aber ist doch eigentlich geiler, wenn wir einfach ein Luftattentat machen. Dann nehmen wir noch ein paar Leute mit. Und alles ist prima. So. Jawoll. Noch 5 muss ich erledigen. Dann haben wir es geschafft. Natürlich sehr nice. Hat irgendwie spackt gerade ein bisschen die Kamera, finde ich. Aber naja. Ist halt so manchmal, ne? Alter. So. Geh down. Und du auch nochmal. So, und fertig? Ne. Noch nicht fertig. Aber jetzt. Aha. Arrrr. Ein weiteres Schiff in meiner Flotte. Ah, sehr schön, sehr schön. So, Metall rum, sehr schön. Und in Kenways Flotte aufnehmen, natürlich, ganz klar. Wir sollten sowieso mal ein bisschen Ausschau halten nach einer Fregatte, die irgendwie Level 45 oder 40 ist, wenn es überhaupt sowas gibt. Denn Fregatten sind ja eigentlich recht nice. Oh, Leute. Sorry, dass der Part sich wieder ein bisschen in die Länge zieht, aber ich kann einfach nicht widerstehen. Ich meine, da sind 3 fucking Schiffe mit Metall. Und da muss ich doch einfach sagen, ihr seid gleich Geschichte. Denn ich werde euch alle entern. Schau mal, ich schaffe das jetzt so und versau das hier nicht irgendwie. Wird natürlich auch mal passieren. Dass sie mich jetzt hier schön hart desynchronisieren, denn die halten natürlich ganz schön viel aus und alles Mögliche. Oh nein, mal gucken. Was habe ich gesagt mit aushalten? Okay, die halten so wirklich so gut wie gar nichts aus. Ja, zack, zack. Okay, du willst dich mit mir anlegen, Kollege? Kein Ding. Kannst du haben. Oh ja. Und so. Das Schiff wäre zerstört. Und jetzt noch das Schiff. Ich hoffe mal, ich treffe jetzt nicht das Schiff davor. Irgendwie. Dass ich noch entern eigentlich will. Wohin gehen die Kugeln? Ich kann es aber immer noch nicht entern. Das ist jetzt kacke, ey, weil das Schiff jetzt direkt in der Mitte ist, mehr oder weniger. Aber ich kann jetzt eigentlich mit Kettengeschosse schön das Schiff zerstören langsam. Ganz easy peasy irgendwie jedenfalls. Okay, ich kann es entern. Gut. Dann werden wir jetzt schön
chillig alle Schiffe entern, alle drei. Ich muss erstmal das hier entern. Es könnte gut sein, dass wir nach den drei Schiffen entern das nächste Upgrade uns holen können, wegen, die haben ja alle Metall dabei. Von daher könnte es gut passieren, dass wir gar kein Metall mehr brauchen. Wäre natürlich sehr schön. Ja, ein Ding. Ja, du auch. Du bist down, jawoll. Ja. Boah, wie ich mich eigentlich hier durchschmetze, ey, ohne Spaß. Ist ja nicht mehr feierlich hier. Alter. Und der Alter. Der hat mich ja gerade angegriffen. Welche Pussy. Geh down. Kannst du eh nix. Super. Haben wir ein weiteres Schiff auch in unserer Flotte denn gleich? Ich werde einfach immer wieder in die Flotte aufnehmen. Ich meine, Bekanntheitsgrad verringern ist halt nicht der Oberbrüller. Ist doch geil, wenn wir von irgendeinem Schiff verfolgt werden und das hat vielleicht noch Metall dabei und alles mögliche. Dann spiele ich halt ein bisschen den Lockvogel und da zu reparieren. Die Jackdaw ist auch irgendwie kacke. Ich meine, da kriegen wir nur einen Balken dazu und das Schiff können wir eh so oder so reparieren eigentlich. Also ist eigentlich alles für den Arsch. Ich meine, wenn wir desynchronisiert werden, irgendwann ist unser Schiff eh repariert und dazu ist unser Bekanntheitsgrad auch noch verringert. Ganz ehrlich. Eigentlich könnte man sagen, man kann einfach so just for the loot sterben. Man kriegt ja keine Eigenbüße oder so, also von wegen, dass sich das jetzt negativ auf unser Schiff irgendwie auswirkt oder so. Das hätten sie irgendwie machen sollen. Das, keine Ahnung, dass man das Schiff dann auf jeden Fall noch reparieren muss. Dass, wenn das Schiff mal down geht, also wenn man einen Fight verkackt irgendwie, dass, na sag schon, dass irgendwie das Schiff auf jeden Fall noch repariert werden muss. Nicht, dass das Schiff repariert dann ist nach dem Fight. Also nach dem Synchronisieren, das ist irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung. Aber ja, so ist es halt. Ist natürlich nichts Schlechtes für mich so an sich, aber da wäre die Schwierigkeit und der Adrenalinbonus halt schon ein bisschen höher. Ich meine, wenn du da siehst, okay, da ist ein Kriegsschiff, dann denkst du dir, ja, okay, wenn ich sterbe, beziehungsweise desynchronisiert werde mit dem Schiff, ist mir eh scheißegal wegen, dann ist mein Schiff eh wieder repariert und mein Bekanntheitsgrad ist dann auch noch wieder verringert. Von daher ist mir doch scheißegal, wenn ich da verliere oder nicht verliere. Wisst ihr, was ich meine? Und es wäre doch ein schöner, wenn da irgendwas danach passiert, wenn man desynchronisiert wird auf See, dass da dann steht irgendwie, okay, dein Schiff ist komplett zerstört, das musst du jetzt reparieren für 1000 Real irgendwie und ja, selbst Pech, wenn du da verlierst. Das wäre irgendwie geiler. Natürlich würde mich das irgendwie nach einer Zeit hundertprozentig abfacken, aber wie gesagt, dann will man nicht sagen, okay, ich versuch's einfach. Ist ja scheißegal, wenn ich verliere. Weil es gibt sicher auch noch Situationen, wo ich einfach sage, ist mir scheißegal. Ich sterbe jetzt einfach so, damit mein Schiff repariert ist. Wisst ihr? Ist mir doch egal. Ist halt so. So. Gut, damit hätten wir schon mal vier Leute ausgeschaltet und können auch langsam mal rüber hier. So, noch ein bisschen hier mit den Pistolen hier rumfeuern. Schade. Naja, egal. Woher kommst du denn hier? Na? Aua. Da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Alter, sehr grob hier, ne? Ich bin langsam richtig hart auf der Eier. Der hat mich schon zweimal angegriffen, irgendwie. Jetzt kriegt das aber Hardcore hier. Gleich besorgt. Das ist ein anderer Kollege, geht mir noch ein bisschen auf die Eier. Okay, geschafft. Super. Das war jetzt das letzte Schiff zum Entern, oder? Oder war da noch eins? Alter, wir brauchen so viel Zeit noch. Können wir jetzt flott aufnehmen, so. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch gleich eine Mission starten, ist ganz klar. Aber ich meine, wenn ich da sehe, dass da drei Schiffe am Rumtuckern sind und alle drei Schiffe haben Metall dabei, dann werde ich mir das dann natürlich nicht nehmen und die einfach mal schön hart angreifen. Ne, die ganzen Schiffe lassen wir jetzt in Ruhe.
Das lassen wir jetzt. Wir segeln auf jeden Fall jetzt so schnell wie möglich zu der nächsten Mission. Scheiß auf die ganzen anderen Schiffe. Wir haben jetzt wahrscheinlich eh so viel Metall, um irgendwas abzugraden. Oh, guck mal, da wird was angegriffen. Achso, ist es mein Schiff? Hä? Ist es ein Kriegsschiff? Ist es hier so ein Piratenschiff oder so? Wegen das wird hier vom Fort platt gemacht, warum auch immer. Oder macht das Fort einfach alles platt? Egal, ob du irgendwie von der Navy bist oder keine Ahnung. Kein Plan. Ich glaube hier immer noch nicht so wirklich das System. Was ich nebenbei richtig geil finde, wenn man halt seine Flotte irgendwie auf See schickt, dass es gut sein kann manchmal, dass man das Schiff hier sieht. Also dass es angegriffen wird oder dass es jemanden angreift und pipapo. Das finde ich richtig, ein richtig geiles System. Also nicht, dass die sich dachten von Ubisoft so, ja, ist mir scheißegal so. Also das passiert halt in einer anderen Welt mit den ganzen Seefahrten und alles mögliche mit deiner Flotte. Also du siehst halt wirklich auch deine Flotte manchmal auf See. Das fand ich richtig geil. Das ist mir halt mal in einem Part passiert. In diesem Seeschlachten-Part. Da greife ich auf einmal mein Schiffchen da an. Und dann steht da auf einmal Verbündeter. Und dann denke ich mir, okay, das ist ein Verbündeter, also Piratenschiff. Es kann es sein, dass es in meiner Dingensflotte ist? Und ich glaube schon, dass es in meiner Flotte war, auf jeden Fall, hundertprozentig. Also ich habe es auf jeden Fall nicht in Part gesagt, dass es in meiner Flotte war, aber... Oder habe ich es gesagt? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, ja, das war auf jeden Fall hundertprozentig in meiner Flotte. Das finde ich halt ein richtig geiles System. Da kann man halt zusammen einfach mal so ein Schiff platt machen. Ich glaube, da habe ich sogar mein Kriegsschiff dann mal gekriegt. Mit einem Verbündeten. Was ist denn das für ein Schiff da oben vorne? Eine Fregatte. Rum und Zucker. Mhm. Und dann komm, gib mal Turbo. Dauert noch eine Weile, bis wir da sind. Beim nächsten Ziel, Alter. Aber naja, so ist das halt. Hey. Lalalala. Boah, richtig hart am Rumtuckern hier, boah. Nebenbei, ich habe jetzt erst gerade die Stoppuhr gestartet, also, ja, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich eh so oder so eine Mission jetzt machen und dann den Part danach beenden oder höchstens halt nochmal in unserer Flotte ein bisschen reinschnuppern und da irgendwas starten oder so und danach werde ich halt den Part beenden. Auf jeden Fall werden wir in diesem Part wahrscheinlich noch upgraden. Auf jeden Fall die nächste Mission, Royal Misfortune, Mission starten. Los geht's! Wenn Sie zu diesem Ort, wird die aktuelle Mission ab. Aber sind Sie sicher? Ja, meinetwegen. Welche aktuelle Mission? Wir haben doch keine aktuelle Mission. Was willst du eigentlich? Was laberst du, hä? Captain! Der hier bewegt sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade sagten kein Wort. So, Bartolomeo Roberts aufspüren. Okay, gut, dann werden wir das mal machen und glitschen uns einfach hier durch. Muss sein. Und hier sind ein paar Schiffchen Fischchen unterwegs. Ein paar Fische. Oh, hallo. Ihr süßen Mäuse. Okay, haben wir eigentlich eine optionale fucking Drecksmission irgendwie? Wachen durch Zerstören von Pulverfass. Okay. Übertreib's halt. Müssen wir ein bisschen härter durchgreifen. Also wird nicht so wirklich viel mit Stealth und alles Mögliche. Also wir zerstören schön viele Pulverfässer. Da wären schon ein paar Leute an einem Pulverfass. Auch ein Pulverfass hier, ne? Ich hab da so einen richtig geilen Plan. Ich pfeife hier gleich. Und dann bringe ich das Pulverfass zum Explodieren. Wohin laufen die immer? Die kommen gar nicht hier nach unten irgendwie.
Oh. Hat. Ist sowieso überall alles explodiert. Oh nein, Kollege, du sniperst nicht auf mich. Ich brauche noch ein Pulverfass. Gib mir ein Pulverfass. Oder war es das schon? Nee, ich habe nur zwei gekillt mit dem Pulverfass, ne? Hä? Ich habe doch zwei gekillt. Warum steht da nur 1,8? Alter, willst du mich verarschen? Ja. Scheiß Tricks-Snipper. Ist hier nicht noch irgendwo ein Tricks-Pulver-Scheißfass? Da ganz vorne ist ein Pulverfass. Boah, ich merke schon, dass ich gleich irgendwie sterbe da dran. Ja, selbst schuld, wenn er da dran alle geht. Oh nein, Kollege. Also, ich will natürlich ganz viele Wachen haben hier, aber so viele Wachen will ich doch nicht hier haben. Wie viel müssen wir jetzt eigentlich noch erledigen? 5 von 8. Okay, nur noch 3. Schade, dass mir die Pulverfässer irgendwie nicht auf der Minikarte markiert werden, irgendwie. Das wäre natürlich sehr schön. Aber ist leider nicht so. Ah, guck mal hier. Noch ein Pulverfass. Okay, das haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft. Ja. Okay, reicht. Das schaffen wir nicht, ne? Ne, war klar. Gut, gut. Na, guck mal, was ich hier habe. Kann es sein, dass das neu gespawnt ist irgendwie, ne? Ja, ne? Irgendwie schon. So, dann attacken wir die hier noch alle. Zack. Und du auch nochmal. In your face. In your face. Ja, komm, greif an. Du bist etwas ein härterer Typ, aber bist trotzdem hier gleich down, Kollege. So, damit hätten wir auf jeden Fall die optionale Mission geschafft. Ich weiß nicht, irgendwie bockt es jetzt langsam, diese optionalen Missionen zu machen. Ist halt ein bisschen Abwechslung in der Mission, als immer sneaky stealth-mäßig immer vorzugehen. Und naja. Ist halt auch mal was Schönes. So. Haben wir eigentlich eine optionale Mission irgendwie dafür? Ja. Ja. Okay. Okay, die sehen gerade die Leiche irgendwie oder so. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zwei Krobianen erstmal ausgeschaltet hier. Die Pissköppe. Wie wäre es denn, wenn ich hier nach oben kletter? Wäre das sinnvoll oder eher nicht so? Ich muss natürlich erstmal mein Ziel auch noch finden. Warum markiert denn mir nicht die Leute, ey? Da ist nicht mein Ziel, da ist auch nicht mein Ziel. Ich könnte eigentlich rein tritscherweise mal die zwei Leute ausschalten, ja. Oder? Ne, das wird nichts. Aber da er eh keine Versteckung rufen kann jetzt momentan. Steht da eh gleich staunend, von daher. Alle easy peasy. Sehr schön. Ach, da guck mal, da. Achso, ich muss jetzt fangen. Spielen, auch toll. Ja, schieß halt auf mich, du kleiner Pisser. Ja, freu den Keks. Ja, ganz ehrlich. Was soll denn der Scheiß? Okay, den kriegen wir nicht mehr. Scheinbar. Außer wenn mein geiles Schiffchen hier ankommt. Was natürlich sehr schön ist. Aber was nicht so geil ist, ich muss erstmal hochkommen und das dauert Jahre jetzt erstmal. Na toll. Jetzt versauen wir, glaube ich, beim ersten First Try. Das lag halt nur da dran, an dieser Blockade von den ganzen Pisser. Und dazu noch. Obwohl, ne, schaffen wir. Cool. Müssen wir das jetzt zerstören? Ja, entern, okay. Kurz gesagt, zerstören. Willst du mich verarschen? Erstens, der hat keinen Schaden genommen und zweitens, was soll denn das hier mit dem Stein? Finde ich gar nicht so geil, dass du den Hügel plättest irgendwie. Ja, du
Kleiner Pisskopf, du kleiner Pisskopf. Ey, dich hole ich mir. Naja, komm. Geh mich auf die Eier. Ja, du machst so gut wie keinen Schaden, du kleiner Pisser. Huiuiui. Komm. Ach komm. Ja. Und nochmal drauf. Jawohl. Gleich nochmal eine Ladung. Ja. Ich würde den am liebsten schöne Breitseite geben von links oder rechts oder keine Ahnung. Aber geht ja gerade momentan nicht. Also greife ich den die ganze Zeit schön mit meinen Kettengeschossen an, ey. Bereit zu feiern, Sir. Aber ich könnte ja einfach mal irgendwas rammen hier. Toll. Dann haut er noch seine ganzen Pulverfässer ab die ganze Zeit. Wie so eine kleine Hure, ey. Alter. Komm, los. Segel, komm, mach hin. Ja, sei du kleine Pussy, ey. Was sagst du dazu, ja? Da guckst du blöd, wa? Ich guck jetzt auch gleich blöd, ey. Da kommen ganz schön viele andere Schiffe an. Sag mal, sind das meine Freunde? Ne, Fregatte. Aber irgendwie greifen sie sich gegenseitig an. Kann das sein? Edward, am Horizont tauchen Saarlinge auf. Unter britischer Flagge. Das sind spanische Schiffe. Das wird ein Schlachtfest, wenn wir uns nicht beeilen. Greifen sich irgendwie beide selbst an. Finde ich cool. Sie präsentieren sich unter dem Einschlag vom Bau. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain. Feuer! So, jetzt könnten wir das doch gleich mal entern hier. Da sollen wir ihn versenken, Captain. Wir hatten eine gute Chance. Nein. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde es selbst anschauen. An die Kanonen! Noch mehr Futter für euch im Anfang. Das wäre natürlich lustig, wenn die jetzt alle das Schiff zerstören hier. Und ich kann es nicht mehr entern, aber ich kann es noch entern. Mit dem Wurffall töten. Okay, das machen wir. Das machen wir. Das können wir. Das können wir machen. So, dann wähle ich das gleich mal aus, den Wurffall. Da ist er auch schon. 3 von 5 Wurfpfeile haben wir. 3 haben wir. Gut. Ne, das verhalte ich eigentlich nicht. Ja. Ich wollte eigentlich auf... Doch alles scheiße, ey, gerade. Und warum habe ich die ganze Zeit konstante 30 FPS? Das geht mir langsam richtig hart auf die Eier, ey. Ah, danke, jetzt habe ich wieder 60 FPS irgendwo. Jetzt habe ich hier 30 FPS. Ja, die ganze Zeit rumgezwischen bis zum geht nicht mehr. Und 30 plus 60. Und 30 plus 60. Okay, jetzt nochmal den Aufzug. Und in der Hoffnung, dass es jetzt ein bisschen besser klappt, wie ich es mir vorstelle eigentlich. So. Super. Jetzt hier hoch. Genau so wollte ich das haben, mehr oder weniger. Und da ja, ist er auch. Und aufgehangen, die alte Kacksau. Ist der Fight vorbei, ja. Ein frohes und kurzes Leben, wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen.
Und weiter geht's mit dem Gemetzel oder auch nicht. Mission beendet, volle Synchro erreicht. Hammergeile Scheiß. Und so weiter und so fort. Sehr schön. Super. Ich würde aber mal sagen, bevor es weitergeht, werde ich gleich den Part beenden. Aber wir gehen ganz kurz nochmal hier in unsere Kajüte rein. Ja. Und zwar, ich hoffe mal, ich kann hier jetzt einfach gerade ganz schlicht mein Schiff upgraden. Geht das? Ja, das geht jetzt sogar wirklich. Und zwar kaufen wir die nächsten Breitseitenkanonen einfach mal. So. Gut. Die nächsten kosten dann ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Metall natürlich. Und wir brauchen eh so einen Plan, also ist das eh gerade ein bisschen scheiße. Und die Pläne kriegt man halt von Kisten und ach, hör mir auf. Stärke Kettengeschoss haben wir. Stärke Rundkugeln. Mörser, was brauchen wir dafür? 300 Metall haben wir leider nicht, schade. Drehbasse, schwere Kugeln, okay. Naja. Was könnten wir denn eigentlich verkaufen? So, rum auf jeden Fall. Rum ist immer gut zu verkaufen. Stoff brauchen wir eigentlich auch nicht. Na komm, mach weg. Und Metallholz brauchen wir schon eher. Joa. Dann gucken wir ganz kurz nochmal zu unserer Flotte. Dann werde ich da ein paar Schiffe wahrscheinlich abwracken. Oder vorerst ignorieren. Für 315 Edelsteine abwracken. HMS Merlin. Vorerst ignorieren, vorerst ignorieren, vorerst ignorieren, vorerst ignorieren. Ach, meine ganzen Schiffe sind noch auf Mission. Ich dachte, da wäre irgendein schon wieder da. Ah, das ist ein bisschen scheiße. Ja, bevor wir aber die ganzen Schiffe abwracken irgendwie, werde ich erstmal warten, bis die ganzen anderen Schiffe wieder von der Mission zurück sind. Denn ich wette, dass ich irgendein Schiff habe, das schlechter ist als das, was ich jetzt gerade so gekriegt habe. Also nicht, dass wir jetzt die neuen Schiffe alle abwracken und wir haben eigentlich noch Schiffe, die eigentlich ersetzt werden könnten und gut gegen die Schiffe. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich jedenfalls. So, ich werde ja jetzt gleich den Part beenden, aber Moment, was ist da vorne für ein Schiff? Eine Fregatte, Holz und Zucker. Metall. Ah ne, das lasse ich jetzt, das dauert wieder 10 Jahre, bis ich den Part dann wieder beende und dann werde ich auf jeden Fall erstmal hier diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag wieder. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem Schakalaka, Motherfucker, bye.